Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Deep Space Nine The Fallen. Wir haben noch ein, zwei Leutchen hier auf der Promenade, mit denen wir noch. Ist das Admiral Ross? Das ist Admiral Ross. Cool. Major? Ja. Und zwar fangen wir mit Garak an. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wahrscheinlich in seinem Geschäft. Da ist er. Ihr Lieben, hallo. Udo sollte nicht so hart mit sich sein. Der Obsidianische Orden ist der Meister der List und Infiltration. So wie ich es verstehe, war und ist Terrell besessen von den roten Drehkörpern und dem Potenzial, das sie als Massenvernichtungswaffen haben. Man kann es wohl nicht anders sagen. Sie ist ziemlich verrückt. Ihr Herz sitzt aber am rechten Fleck. So sehe ich das wenigstens. Ihr Ziel ist es, eine Waffe zu erschaffen, mit der sich Cardassia von der Versklavung des Dominions befreien und dem Imperium seinen früheren Glanz zurückgeben kann. Wenn ich nur glauben könnte, dass alles wirklich so kommt. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dazu beizutragen, Terrell und den Drehkörper zu finden. Okay, das ergibt jetzt gerade keinen Sinn. Wenn das während der sechsten Staffel spielt, gibt es den kardassianischen Widerstand ja noch gar nicht. Das ist alles ein bisschen strange. Also ich glaube, zeitlich kann man das Spiel einfach nicht richtig einordnen. Offiziell spielt es während der sechsten Staffel, aber ich finde, man kann es halt nicht richtig einordnen. So, Quark ist noch da. Ich würde gerne eine formelle Beschwerde bezüglich der Sicherheit auf der Station einreichen. Wenn Odo weniger Zeit damit verbringen würde, mich und meine Kunden zu belästigen, wäre er vielleicht dazu in der Lage, sich um die wahren Kriminellen und Bedrohungen der Sicherheit zu kümmern. Wie zum Beispiel eine Gruppe von 50 Killern des Obsidianischen Ordens. Sehr schön, Quark. Jetzt wissen wir Bescheid. Also, hatte ich schon mit Julian gesprochen letztes Mal? Unsere Verluste hielten sich in Anbetracht der Umstände zum Glück noch in Grenzen. Die Schwerverletzten sind alle stabil. Ich bereite gerade eine breite Auswahl an medizinischen Gütern für die SR-3-Mission vor. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand der Besatzung der Ulysses den Absturz überlebt hat. Ah ja, okay. Die Ulysses ist also abgestürzt. Na schön. Major? Egal, starten wir die nächste Mission. Und hinein. Persönliches Computerlogbuch Sternzeit 51959,2. Die Defiant ist getarnt in den kardassianischen Raum vorgedrungen, um das schiffbrüchige Sternenflottenschiff Ulysses zu finden. Der Bericht von Admiral Ross besagt, dass die Crew der Ulysses einen Drehkörper gefunden hat, der dem ähnelt, den Terrell von Deep Space Nine gestohlen hat. Aber die Cardassianer haben das Schiff außer Gefecht gesetzt, bevor sie der Sache nachgehen konnten. Die Föderation hat uns beauftragt, den Drehkörper um jeden Preis von der Ulysses zu holen. Falls Terrell ihren Drehkörper in eine Waffe verwandelt, wollen sie sie mit ihren eigenen Waffen schlagen können. Ich habe die Con, während Captain Sisko und Commander Worf die Außenmission zur Wiederbeschaffung des Drehkörpers leiten. Jem'Hadar Angriffsschiff. Peilung 218.12 nähert sich mit hoher Geschwindigkeit. Roter Alarm! Die Schilde aktivieren! Wo sind sie hergekommen? Ich weiß es nicht. Die Langstreckenscanner haben nichts gemeldet. Schadensbericht. Die Schilde halten noch, aber sie haben die Tarnvorrichtung außer Gefecht gesetzt. Die Feind an Außenteam. Sprechen Sie, Major. Ein Jem'Hadar-Schiff hat soeben den Warp-Antrieb abgeschaltet. Wir werden angegriffen. Unsere Langstreckensensoren konnten sie nicht registrieren. O'Brien an Brücke, kommen Sie hier runter, Major. Es scheint wir... Chief? Chief, bitte kommen! Major, gehen Sie sofort zum Maschinenraum. Schon unterwegs. Decks übernehmen Sie. Chief! Was tun Sie denn? Kira an Außenteam. Sprechen Sie, Major. Lieutenant Sulak ist ein Wechselball, Captain. Er hat unsere Langstreckensensoren verfälscht und O'Brien angegriffen. Es ist anzunehmen, dass das Dominion unsere Missionsziele kennt. Bestätigt. Wo befindet sich der Wechselball jetzt? Er ist in die Ventilationsschächte entkommen. Ich vermute, er wird versuchen, noch andere Systeme zu sabotieren. Major, nehmen Sie ein Sicherheitsteam und jagen und neutralisieren Sie den Wechselbalg. Bestätigt. Kira, Ende. Okay, wir dürfen endlich was tun. Es geht los.
Und ich liebe ja immer diese ganzen Anspielungen auf die Serie mit dem Wechselbug. Zwar gibt es nicht diesen Lieutenant Sulak, aber Wechselbug auf der Defiant. Hier ist ein Turbolift, okay. Und hier ist nur ein Kraftfeld, durch das ich glaube ich nicht durch kann. Achso, das ist der Warp-Kern, ja. Isolinearer Chip. Okay, egal, hier geht es also nicht so richtig, wo ich durch kann. Das heißt, ich werde jetzt diesen Turbolift betreten und eine Etage tiefer fahren. O'Brien oder rauf. Shakira, die Quantentorpedosysteme reagieren nicht. Sulak ist bestimmt im Sprengkopf-Kontrollraum am vorderen Ende des Schiffes. Ich bin unterwegs. Kira, Ende. Wow! Verdammte Jem'Hadar. Kira an Außenteam. Die Schilde sind ausgefallen. Die Jem'Hadar stürmen das Schiff. Captain, ich glaube, sie wollen die Defiant einnehmen. Sie wollen sie gar nicht zerstören. Wir versuchen, Sulak aufzuhalten, bevor... Captain? Okay. Kira an, da ist eine Kiste auf jeden Fall schon mal. Stören unsere Transmissionen vom Schiff zur Oberfläche. Ein Hybrispray, Leben, das ist ja schön. Das heißt... Habe ich einen... Nee, habe ich nicht. Okay. Dann bleibt es dabei. Ich gehe hier durch. Trifft der Blödmann mich auch noch, ey. Ah, Crewquartiere. Okay, hier muss ich jetzt mal gucken, ob es hier irgendwas zum Mitnehmen gibt. Tatsächlich. Ein Hypospray-Leben. Dann schauen wir doch hier auch nochmal rein. Bridge. Okay, da kann ich jetzt nicht hin. Hier waren nur die Rettungskapseln. Und dort war das Crewquartier, in dem ich eben drin war. Ist nichts zu sehen soweit. Kann ich hier was machen? Nein, schade. Und hier ist auch nichts. Okay, da geht's nicht rein. Da ist definitiv was hinter, aber da geht's nicht rein. Schade. Mist. Getroffen. Super. Verdammt. Jetzt habe ich natürlich richtig viel Munition verballert. Dafür habe ich ihn erwischt. Aber jetzt habe ich kaum noch Schuss in dem scheiß Gewehr drin. Das ist natürlich ziemlich bitter jetzt. Crew Quarters. Die sind, glaube ich, alle verriegelt. Lass das bitte Munition für mein Gewehr sein. Ein Hauptschiff. Oh nein. Leute, ich brauche Munition. Da drüben. Ja! Oh! Ich brauche Munition. Da ist ein Turbolift. Verdammt. Da ist ein Hypo. Sonst ist hier nichts. Munition. Oh, danke. Die habe ich jetzt echt dringend gebraucht. Ansonsten ist hier auch nichts. Okay. Quicksave setzen. Hier habe ich mich, glaube ich, auch schon umgesehen. Genau, hier war nichts. Die Räume waren alle zu. Okay, jetzt habe ich einen programmierten Hauptchip. Was mache ich damit? Zur Brücke kann ich damit nicht. Ja. Das war das Quartier. Wo bin ich denn eigentlich hergekommen? Nur mal so... Informationstechnisch. Scheiße, kann ich denn über... Wo ging es denn zurück? Bin ich von da hinten gekommen? Das wäre ja scheiße. Ja gut, dann muss ich wohl einen dieser Turbolifts nehmen.
Das hilft wohl nichts. Okay. Okay, ich bin also im Moment nicht alleine hier. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Ändert aber nichts daran, dass mir die Munition schon wieder ausgeht.